Hallo, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich. Heute eine Legung für dich und deine Zwillingsflamme. Ich habe dir hier einen Tee und etwas Schoki mitgebracht. Jetzt schauen wir einfach, ja, wie die Energien sind. Und heute ist auch Freitag und heute ist ein Gewinnspiel, also ein Mitmachtag. Und zwar, wenn du diesen Kanal abonnierst, ein Like da lässt oder das Video kommentierst mit Hashtag Zwillingsflamme. Und natürlich kannst du auch gerne die Initialen deiner Zwillingsflamme mit eintragen. Und dann nimmst du an einem Gewinnspiel teil. 15 Minuten, eine kleine persönliche Beratung mit mir. Konzentriere dich. Was sollen wir wissen? Hol dir auch gerne einen Tee. Ich habe hier Roses mitgebracht. Also ich finde, Rosen haben etwas Romantisches und das ist doch wirklich wunderbar. Was sollen wir hier wissen? Die Karten erzählen Geschichte, denn hier, das sind die Karten von Marchetti Tarot. Wow! Die Liebenden! Wie cool ist das? Wundervoll! Ich finde das schön. Die Karten, die Liebenden, ist die unterste Karte. Und ja, ist doch alles wunderbar. Ja, so, wir schauen mal, was die Karten sagen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal richtig gespannt. Ja, richtig, richtig, richtig gespannt. Ich bin richtig gespannt. Ich bin richtig gespannt. So, lass uns beginnen. So, ich habe es nicht geguckt. Also, die Karten erzählen eine Geschichte. Lasse dich da drauf ein, ja? So, und das ist ein Gewinnspiel, ja, ein Gewinnspiel, ein Gewinnspiel. Ein Gewinnspiel. So. Also. Ist jemand sehr aufgewühlt. Also ist dann jemand sehr, sehr aufgewühlt und ich habe das Gefühl, hier, wie gesagt, ja, langfristig wird das aber gut. Legt sich das Wendekampf hier also wirklich beendet ist mit sich selbst hier bei deinen Zwillingsflammen. Es geht darum, es entwickelt sich alles sehr, sehr schnell. Und ja, das ist definitiv eine alte, alte Seelenbekanntschaft oder eine Jugendliebe vielleicht. Und die Sterne stehen auch noch gut, ja? Und du weißt das auch, du bist hier geklärt und er klärt das auch gerade, ja, mit sich selbst. Ja, denn da sind sehr viele Gefühle dabei. Also ich sehe hier. Wie gesagt, ich sehe hier die Leidenschaft. Ich sehe hier auch, dass ja, man sich gegenseitig willkommen heißt. Aber momentan ja, macht man sich zu viele Sorgen, zu viele Gedanken. Er kommt aber in seine Herrscherkraft und ich habe das Gefühl, ja, dass sich das auch entwickeln wird. Und zwar, wie gesagt, mit dem Ritter der Münzen, ja, das kommt auch richtig ins Fahrt. Ja, die Wunscherfüllung steht an und ja, es hat was begonnen mit euch zwei und ja, es sind ganz viele Gefühle dabei. Also 9 Kelche und ja, 7 Stäbe symbolisiert auch natürlich für sich selbst einzustehen und natürlich das Ganze hier auch wirklich in der Realität umzusetzen. So, ein Schoki vielleicht. Ja, komm. Es geht um den Hierophant, wie du siehst. Also der Hohepriester spielt hier eine Rolle. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Und die Balance. Die Balance ist wichtig. In den Gefühlen.
Und natürlich, er soll ja nicht die Chance verpassen. Er soll ja nicht die Chance verpassen. Erklärt das, die Chancen stehen gut, wenn du in deinem Selbstwert bist und natürlich auch ja, viele Dinge hier in Realität umsetzt, wenn du für dich einstehst und wenn du dein Können unter Beweis stellst, für dich selber einstehst und auch fleißig bist, bisschen geduldig bist. Das Schicksal macht das schon in deine Richtung. Kommt alles in der Gerechtigkeit. Und hier zeigt sich auch nochmal der König der Münzen. König der Münzen symbolisiert hier, ja, wenn ihn sein Selbstwert ist, aber dafür muss er diese Schwere verlassen und diese stagnierende Energie, die Verluste und in der Herrscherkraft sein. Ich habe das Gefühl, er manifestiert sich das gerade. Die ganze Welt steht ihm offen. Und ich habe das Gefühl, ja, Ritter der Kelche, und der Turm ist auch da. Also irgendwie bricht bei ihm etwas zusammen. Und das kommt aber wieder ins Ausgleich, wenn er diese Schwere hinter sich lässt. Ja, und heilt. Es fehlt noch die Motivation. Ja, da ist noch ein innerer Kampf. Sich gefangen fühlen. Eine Situation zu verlassen. Und Page ist immer eine langsame Energie. Aber es entwickelt sich das Ganze. Es zeigt sich hier der Teufel. Aber Befreiung aus der Abhängigkeit und dann geht das in der ruhigere Richtung mit euch zwei. Ich frage jetzt auch die Herzkarten. Auf ewig. Respektiere den Ort, den anderen, in dem allein die Liebe wohnt, respektiere den Ort, den anderen, der ewig wert und Vertrauen. Etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Ja, also das sind doch schon mal großartige Neuigkeiten. Und ich habe das Gefühl, also dass er, also auch den ruhigen Weg zu dir und zu der Liebe, findet er auf jeden Fall, bleibe ihm vertrauen und wenn er vor der Tür steht, lass ihn herein. Ja, teil gerne das Video, freue ich mich sehr und kommentiere das auch, ja, damit du auch bei dem Gewinnspiel dabei sein kannst. Und jetzt lese ich dir ein Gedicht vor aus dem Buch Was es ist von Christian Fricke. Liebesgedichte von süßem Schmerz und von Begehren. Als du bei mir warst in stiller Einsamkeit, die Luft voll Liebe war und süßer Innigkeit, als ich bei dir war in deinem Schoß, ich eine Rose sah und Liebe sich ergoss, als wir in uns waren, Herz in Herz, haben Lust so tief erfahren und ahnten Sehnsuchtsschmerz. Du blicktest du mich zärtlich an. Ich starb dahin als starker Mann.
Ich sage Dankeschön und bis bald.